Arbeit, wenn ich sowas höre. Ich finde sowas voll einfach verboten. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich so Musik höre, da läuft es mal so eiskalte Rücken runter. Ich finde es irgendwie gruselig. In der Öffentlichkeit sowas zu spielen, solche Klänge, Musik kann man das ja schon gar nicht mehr nennen, finde ich, ja, gehört halt verboten. Das Metal zeichnet sich aus durch die Aggression und Intensität. Es ist nicht unbedingt eine sehr filigrane Musik, sondern es ist eine Musik, die einfach von den Emotionen lebt und für Emotionen lebt, meiner Meinung nach, Death Metal. Für manche Bands ist es vielleicht ein Satanskult, für manche ist es das nicht, für manche Fans ist es ein Satanskult und manche identifizieren sich damit gar nicht. Ich meine, das ist jeder Band und auch jedem Musikhörer ist selbst überlassen, ob er diesen Satanskult braucht oder nicht. Do I look like a Christian to you? No, not really, but I mean, I don't know you now, and I just know you. Well, trust me, I'm not a Christian, and I believe in Lucifer. Ich bin mit Sicherheit kein Satanist, auch kein Christ, eher Antichrist, aber eigentlich Atheist. Ja, und das überzeugt er. Also ich habe noch niemanden gefunden, der über mir stehen sollte. Und sehe auch keinen Grund dafür, warum. Im Gegenteil, eher wenn ich wüsste, dass es irgendeinen Gott gibt, der hier das alles erschaffen hat, dann würde ich ihm ganz schön mal was erzählen, wie kacke ich das finde. Ja, also provokativ ist es. Und so soll es auch sein. Hier für alle zum Mitlesen. Treppte Christen hier. Och, reine Provokation, so angetragen Christenkreuz. Er hier zum Beispiel. Ich trage so ein T-Shirt. Also ist es der Unterschied zu mir, vielleicht von mir zu anderen Leuten, die da meinen, sie müssten Kirche anzünden. Also ist nicht der richtige Weg. Provozieren. Do you include Satanism in your music itself? Not at all. Not at all. Not at all. I really don't want to involve any type of religious theme in our music, you know. I think that's something that's more of a personal thing. But yeah, I'm not a Satanist and I definitely don't put that into our music. No purpose. Well, yeah, I was really young when the band first started out, and I've never been into writing satanic lyrics at all, personally. We did write gore lyrics, but it was more like kind of tongue-in-cheek, horror movie type level, you know, nothing encouraging people to go out and hurt themselves or anything stupid like that. It was pure kind of like fantasy movie type, you know, scary stuff. And then I just really got into writing about reality, which is what we all have to deal with. There's a lot of different way to approach Satanism because it's something so much personal. It's just building your own religion, your own role. So it's for everybody different.
hard one. I don't know. There's like 20,000 gods, and you know, like everybody has their own different one or whatever. I don't believe in church or Catholic stuff, but I think we didn't came from nothing. No, I believe more in karma myself. I think what goes around comes around. What you do here, you pay here. You know, there's no heaven and hell. I think it's all here. I think everyone to do what they want, you know. Heavy metal bands like Dio and stuff, they like to talk about fantasy. Hardcore bands like to talk about street reality. A lot of death metal bands like to talk about Satan. What can I say, you know? Everyone is doing what they want. I don't have a problem with, you know. The only thing I'm really against probably is fascism, you know. And I think it's a real big problem today and people should be aware of it. So that's really what kind of like bugs the whole band. The rest, I think, is more like what they use to attract people, you know, to grab people's attention. It's more like a propaganda to use the name of Satan or evil or whatever. Death metal is still very popular, particularly in certain territories in Europe. I think that a great majority of it does appeal to young adolescent boys, because going back to that whole thing, punk was successful because it was the most extreme, the most shocking thing that you could get into, and people are always going to be looking for that. The problem is with a band like Deicide at the moment is they're making money out of being Satanism and all that kind of stuff, and kids are picking up on it, and there's all these killings going on in Norway because of it, stuff like that, so it'd be wrong for us to go and do a tour like that. Als Veranstalter hast du da Auflagen, dass zum Beispiel kein Weihwasser in der Nähe sein darf, es darf keine Bibel irgendwo in den Backstage-Räumlichkeiten sein, was hat er noch, kein Kreuz darf irgendwo hängen, also solche Sachen bekommst du selbst als Veranstalter. Wenn ich so ein Bengel wie Deicide ansehe, der ich da so ein umgedrehtes Kreuz um in die Stirn brennt, das ist vielleicht einer, wo ich sagen würde, der meint es relativ ernst. Er soll halt irgendwie so im Sessel gesessen haben und hat dann mit seiner Taschenlampe irgendwie halt das Fenster angeleuchtet. Das hieß dann irgendwie Fenster auf oder zumachen. Dann muss halt irgendwie jemand hochspringen, das Fenster auf oder zumachen. Oder er hat halt irgendwie den Kühlschrank angeleuchtet. Und das hieß dann irgendwie was zu trinken bringen oder so, ne? Flambetten, genau. Ich sag's mal ganz ehrlich, eine Meise hat einfach. Ich halte ihn für keinen schlechten Menschen, so wie er immer gerufen wird oder dass er extrem ist. Er hat einfach, er macht eine kleine Meise und er baut sich einfach ein Image auf. Also wenn ich gedacht hätte, dass er wirklich so ist, wie er immer beschrieben wird, hätte ich das Konzert auch nicht gemacht. Aber es hat sich auch wirklich herausgestellt, dass dieser Mensch, Glenn Benton, einfach so menschlich okay ist. Er hat einfach eine Meise und das zieht er konsequent durch und baut auf sein Image auf. What I am, okay? I practice it, I live it, that's who I am. I have a spiritual link with my master that runs my life, tells me what to say, and tells me what to write about, all right? Oh, you want me to sign another one? What, you fucking didn't get enough? Man, you better get the fuck out of my face, boy, now before I went all over your camera. Is there anything true that you do animals that you find on stage or something like I don't that? Do it on stage, I do it in my own leisurely time at home, yeah.
Did you do it on stage too? No. No. Why would I fucking butcher something up on stage and have to fucking step in the fucking thing, you know what I mean? If I'm gonna butcher something, I'm gonna make a big fucking mess out of it, you know? I can't fucking just, you know, fucking, you know, what kind of fucking fun am I gonna, I mean, I have to play the songs, I mean, if I butcher something, I like to get my hands in and play with it, you know? Ich finde sein Auftreten ziemlich peinlich und dumm, weil, er versucht irgendwie Aufsehen zu erregen, er versucht auf sich aufmerksam zu machen, man braucht nur sein Kreuz auf der Stirn anzugucken und sein rolliges Auftreten, das hat man ja eben gesehen, wie er das Mikrofon berühren wollte, und ich finde es einfach nur dumm und matt, und ich glaube, dass viele Leute vielleicht auch deswegen darauf abfahren. Ich glaube, viele Bands sind fanbetont, aber ja, das ist okay. Ich meine, man braucht sein Publikum. Mir gefällt die Musik, also ich mag Metal sowieso gern und Death Metal halt, weil ich die Stimme so gut finde. Ist so schön düster und so. Ich höre mir eigentlich auch mehr die Musik an, so textemäßig. Ich weiß nicht, manche Bands übertreiben es ein bisschen so mit Satanismus und so. Ich meine, ich habe zwar auch zum Beispiel ein Pentagramm als Ring, aber irgendwie hat es auch eine gewisse Symbolik, also das ist nicht gleich unbedingt das Böse oder so, ja. Ich weiß ja nicht, was sie unter Satanisten verstehen, ob wir jetzt jede Woche eine Katze abschlachten oder so. Ich meine, nur weil man die Musik hört, muss man ja nicht gerade irgendwie satanistisch sein. Das ist auf jeden Fall christlich. Die sind gegen die Kirche, gegen die Institution Kirche, aber nicht unbedingt halt Satan anbeten oder so, aber halt Kirche ist generell scheiße. Religion ist Diktatur. Also ich denke jetzt zum Beispiel an das letzte Konzert Cannibal Corpse. Also ihr kennt sicherlich dieses Cover mit der Frau, die aufgerissen ist und wo dann ein Mann an ihrer Scheide leckt oder was weiß ich, was der da macht. Ich finde es einfach nur dumm und matt und peinlich. I don't know, it's just things we're interested in, or what we sing about. You know, we might be interested in some horrible things, but that's what we like, so that's what we're going to write about. We just like to express our own imagination on paper and with our music. Not like, you know, we're not dead yet, so we're not vampires, but... I mean, we're interested in dark subjects, so of course we're going to write dark lyrics, you know? Dark and evil lyrics fit the music, so it's natural. Exploring areas of the mind which most people are afraid to explore. I don't need to explain it to parents because parents aren't buying my records. Exactly. They don't need to know what this is about. If they can't understand that their kid wants to have fun and enjoy their music, then fuck them, you know? I mean, whatever. I mean, this is music for all these people right here and it's for not me. For mothers, you know? You know? If I could care less. My mother probably didn't like my music that I was listening to at the time I was growing up. And I didn't really give a shit, so, and I'm sure these kids don't really give a shit that their parents don't like Cannibal Corpse, you know, they don't want their parents to be fans of the band anyways. Manchmal ist sie ja recht angenehm, aber manchmal könnte ich davonlaufen, weil sie, da kriege ich manchmal wirklich Angst davor, oder mich friert's gerade. Ich wäre froh, wenn ein bisschen leichtere Musik hörtet, weil... Ich habe immer ein gutes Gefühl dabei. So in seinem Beruf oder so, wenn er mit uns Zopf hat, verkriegt er sich in sein Zimmer und hört halt Musik.
Und da, dass er halt seine Aggressionen los wird und dann kommt er normal dann wieder raus. So denke ich mir das. Anderweitig kann ich mir das nicht vorstellen. Ich finde, dass die Christen übertreiben mit ihrem Glauben. Ich interessiere mich halt für das Zeug vom 18. Jahrhundert und so, mit Mittelalter und das Ganze, mit Hexen und so. Was war da? Erzähl mal, beschreib mal ein bisschen. Ja, da waren halt Menschen so an gekreuzigt und so Zeug. Das ist wegen dem Kirchen, wegen den Kirchenspießer, weil die immer so meinen, ja, sie wären die Besten überhaupt auf der Welt und denen nur sagen, ja, komm zu Gott, er ist das Beste auf der Welt. Und das ist halt für mich Blödsinn, weil das ist halt nur Christen glauben. Und wenn man halt einen anderen Glauben hat, soll man halt die in Ruhe lassen. Oder wie mit den Zeugen Europas, oder wie die heißen. Ist genauso, die spannen einen die Birne voll und dann kommt nichts dabei raus. Evangelisch, ja, aber so, dass man da jeden Sonntag in die Kirche geht, ist auch nicht gerade, ja. Glaubst du an Gott? Ja, ein bisschen Glaube hat man schon, ja. Ja, jeder sein Weg, ja. Nicht, dass man da in die Kirche misst oder so, ja. Wir sind zwar zusammen gegangen, ja. Die Inhalte, also die Stories, kannibalistisch, obszön, viel Sex ist dabei, also nicht gegen Frauen oder für Frauen, sondern einfach nur Sex ist dabei. In der Zeit haben wir jetzt ein bisschen diese SM-Phase jetzt ein bisschen entdeckt. Da machen wir jetzt neue Fotos eben in der Richtung. Ja, alles was eben irgendwie versteckt wird in der Gesellschaft. Naja, es gibt ja dauernd so Geschichten mit, jetzt war vor kurzem wieder sowas in den Drogeriemarkt Müller, das Ding der CD beschlagnahmt und ganz schlimm, also. Also eh das zensurierte Ding, ne? Eh schon das zensurierte, und da geht es um Texte gegangen, die waren halt so extrem. Und das war irgendwie keine Anzeige, ich weiß nicht ganz genau die Story, aber es war keine Anzeige im Endeffekt, aber einfach ungut halt. Ne? Das Video kommt ja nicht aus, in Deutschland gibt es nicht. Muss geschnitten werden, der ganze Clip muss weg, ganz traurig. Dieser Nachspann vom Killer, der nachher kommt, muss weg. Und das Intro, das sind so Schießszenen, so verfremdete, müssen auch weg. Ich meine, ganz schlimm. Also im Grunde braucht es nicht mehr auszubringen in Deutschland. Es gibt Bands, die irgendwie gewaltverherrlichen sind, nur das ist für mich eine Ausdrucksform von Kunst, das ist extreme Kunst. Ich meine, es gibt andere Bereiche, die nicht mit Musik zu tun haben, die irgendwie noch viel weitergehen, gerade irgendwie in ganzen Subkulturgeschichten. Und mein Problem ist einfach, viele Leute nehmen das zu fürchterlich ernst. Ich meine, wenn du wirklich harte Musik machst, dann kannst du irgendwie keine Friede, Freude, Eierkuchen-Texte dazu schreiben, das passt einfach nicht, das geht nicht. Größtenteils sind das noch recht junge Leute, die mit den Symbolen, ja, viel mit Satanismus in den Texten drin, aber die meisten spielen einfach da nur damit. Die versuchen irgendwie passend zu der düsteren Musik auch düstere Geschichten zu schreiben. Die wenigsten davon sind wirklich ernstzunehmende Satanisten, muss man sagen. Da gibt es wohl eine kleine hartnäckige Gruppe, die gerade jetzt auch aus Norwegen kommt, aber das ist echt die Minderheit. Und es gibt auch wiederum Bands, die sich ganz klar davon distanzieren, aber viele spielen halt mit der Mystik, mit dem Okkulten, weil es einfach zu der Musik passt. Und menschlich gesehen, die meisten Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind das völlig nette Leute, sind, die teilweise sogar noch fünf Jahre jünger sind als ich. Ich war völlig harmlose Menschen, die keiner Flieger was zu leide tun können.
it's just like some kind of shock value thing. It's a gimmick. You know, you're not selling yourself on your music. You're selling yourself on some gimmick, whereas you just shock your parents or something. And it's all, I think it's pretty childish, you know. I mean, that's why I used to wear upside down crosses, to like shock my parents, you know. It's all these bands that can't write a good song, I suppose. They have to sell it on something else. They have to sell it on a gimmick. Venom were a great band, you know, and I still got a lot of respect for their old songs, but you don't need to go around killing people, you know, that's when it starts getting... I think that silly media programming hypes things and makes things into things that it doesn't really matter, and I think the kids feel a certain way based on the society that they live in, based on the information that they're given, that they're surrounded with. And I think the media does more to distort than they do to actually help people become more intelligent. Es wird immer vielen Bands nachgesagt, dass sie irgendwie rechte Tendenzen hätten. Und man meint vielen so Unrecht. Und bei manchen Bands wird es einfach gar nicht gesagt oder selten. Und Morbid Angel hat einfach so einen Kultstatus in dieser Death-Metal-Szene, dass die Leute da gar nicht so drauf achten, habe ich das Gefühl. Aber die Jungs geben es sehr offen und ehrlich zu, dass sie wirklich in diese rechte Ecke gehören. It's not something I do for image or for money or for hype. It's all personal, so I don't talk about it anymore because it's begun. Some people make it more important than the music. And this band, the music is the most important thing. My views are my personal things. Wie stellt euch die Leute vor, die diese Musik überhaupt fabrizieren? Was sind das für Leute? Was glaubst du? Ich stelle mir sie vor. Gut, jetzt mal vom Aussehen her. Sind sicherlich schwarz angezogen, vielleicht nur ein bisschen weiß geschminkt, Augenränder schwarz, Mund vielleicht lieber schwarz, so wie man sich das halt vom eigentlich Santanisch denkt mir ein bisschen an Grusel und so wie man die Figuren da kennt, so stellt man sich dann sicherlich auch dann die Musiker vor, die Lieder machen. Das sind wahrscheinlich auch Halbstarke, wo sie sich wichtig tun wollen. Also die waren vorher ganz anders und dann halt schlechte Kreise und ist ja bekannt, Satanismus und Drogen ist eigentlich immer die gleiche Ebene. Und also die sehen jetzt dermaßen fertig aus, Schule abgebrochen und so, nichts geschafft. Und die hängen also praktisch rum, entweder sind sie zugekifft oder absolut besoffen und gehen auf so Friedhofsmessen und so. Also die sind wirklich kaputt, kann man sagen. Das fängt wahrscheinlich an mit Droge. Bis hin, dass einfach die Leute auch beim draußen dann weiter, wenn die dann drauf sind, durch die Musik, geht es eben weiter, dass sei es Passanten belästigt werden oder Anwohner, alles Mögliche kommt da auf einen zu. Das mit den sozialen Schichten, das ist irgendwo das Klischee der Spießbürger, dass irgendwo nur asoziale Death Metal hören oder dass nur asoziale Punk hören oder egal welche Musikrichtung auch immer das ist, aber das ist völlig falsch. Jeder Jugendliche sucht irgendwo seine eigene Identität, um sich vom Elternhaus loszulösen. Und ob er jetzt dann Death Metal hört oder irgendetwas anderes, das hängt von verschiedenen Umständen in seiner Umgebung ab, also ob das der Kumpel hört oder wie er auch immer drauf gekommen ist oder durch ein Konzert drauf gekommen ist oder so, aber selten ist es irgendwo so rein, wie soll ich sagen, religiös. Ich glaube nicht, dass man das jetzt auf irgendeine bestimmte Schicht runter reduzieren kann. Vielleicht kann man sagen, dass in den Fankreisen, sagen wir mal, da das Arbeitermilieu, um es jetzt überhaupt mal irgendwie einordnen zu wollen, dass es da vielleicht vorwiegt. Aber ich glaube schon, dass die ganze Bandbreite abgedeckt ist. Also da sind von Akademikern über, was weiß ich, irgendwelche normalen Arbeiter bis zu Arbeitslosen, ist das ganze Spektrum vertreten. In christlichen Organisationen halt da speziell gegen Death Metal oder sonstigen Heavy Metal oder Speed Metal halt boykottiert wird und dass Leute halt, die gerade in diesem Bereich zum Beispiel wie ich jetzt als Zivildienstleister tätig sind, dort halt diskriminiert werden und aufgrund anderer
Hintergründe halt dann bewegt werden, den Job halt aufzugeben. Wenn sie dann einen Sehen der Drogen nimmt oder was weiß ich was und hört Death Metal, dann wird es gleich auf jeden bezogen. So. Dabei höre ich auch Death Metal und ich bin überhaupt nicht so. That's the typical thing about like a sort of, you know, outcasts of society, which is like it's a, like a subculture. That's what it always been, you know. If you've got like long hair or whatever, I don't know how the situation in Germany is, in Holland. That's so common. It's so there's absolutely no such thing as, oh, there's another one of those long hairs like you've got like in the States. I do think, and I think that's a very good thing, that people are more aware of the shit that's happening around us. No, I mean, it's just like anything else, you know. If you have a problem with drugs, you know, you're a drug addict, or, you know, I mean, or whatever, and these kids that go out and do stupid things and they blame it on the music, maybe they're stupid kids that have a problem and just, you know, maybe the music manifests it, but like I said, maybe later on in life they'll be shooting heroin or something, and that'll be their problem. I mean, it's the kid that, or the person that has the problem, not the music, you know? Death war letztes Jahr richtig angesagt, ist aber am Abklingen. Nach dem Death Metal Boom vor circa 2-3 Jahren, wo das richtig hochkam und weltweit sich mehr oder weniger etabliert hat, ist jetzt eben zu sehen, dass viele neue Bands keine Chance mehr haben, sich zu etablieren. Ich denke, es werden halt nur die großen Bands überleben. Und für die neuen wird es immer schwierig, weil der Markt im Grunde genommen voll ist. Der geht ganz sicher runter, das können wir eindeutig in den Verkaufszahlen ablesen. Das ist wie bei allen, sage ich mal, Trends. Irgendwann etablieren sich Bands, oftmals Bands, die halt die Initiatoren waren oder die von der ersten Stunde dabei sind, die etablieren sich, werden teilweise auch noch größer. Newcomer-Bands haben es unheimlich schwer, speziell wenn sie nicht irgendwie was Besonderes noch dazu anbieten, ja, in ihrer Musik oder in ihrem Auftreten oder sonst was. Und das ist, was gerade bei Death Metal passiert. Also so eine Konsolidierung und unten bricht halt dann alles weg. I mean, it's like anything, if you've got a band, you want to promote it, so having the backing from a good record company just means that you can work harder and get your product across more people. And good licensees, you know. Yeah. What about money? What's that? Does this bring you big money right now? What's money? No, bring me enough to buy food and pay for petrol. And that's about it, you know. So you can afford a car? No, a bike. I can't afford a car. He's got a car. Well, so. Das hat für mich weniger was mit Ausverkauf zu tun. Das ist mehr, wenn man sich die Rockhard-Lasercharts anguckt, es ist einfach eine Band, die von den Leuten gewollt wird. Also es ist weniger so, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an die Kampagne vom letzten Album, die war eigentlich irgendwie ganz normal, da hat auch keiner gedrückt. Man hat halt die Anzeigen geschaltet, die man normalerweise für so ein Thema schaltet, und die Akzeptanz ist halt sehr breit. Und da kann man ganz ehrlich zugehen, mit dem jetzigen Album will man sie auf die nächsthöhere Stufe heben. Und dazu ist halt auch hier MTV sehr wichtig, wichtiger noch wie Printmedien, würde ich behaupten.
Und das war der eigentliche Anlass für diese für dieses Konzert heute Abend hier. I think you, we're bound to lose fans in the fact that a lot of younger death metal people are very narrow-minded and they just like the extreme. I mean, I used to be like that, and I didn't like any band that changed. You know? I just liked extreme noise and death metal. I mean, I think maybe the people in a little bit older will kind of maybe respect us for what we're doing. I used to hate it if my favourite bands changed their style and, like you said, sold out, and I definitely wouldn't want us to ever do that, you know. So, positive progression, natural progression, but not sell out, you know, normally. Von den Plattenfirmen ist es mit Sicherheit keine PR-Geschichte, weil die Plattenfirmen, die steigen ja erst später auf so etwas ein. Also sowas ist schon da, bevor eine große Plattenfirma darauf einsteigt. Dass die Plattenfirma dann natürlich das fördert, was sie sieht, dass die Kids annehmen. Das heißt also, wo sie mehr Plattenverkäufe über irgendein Image erwarten, da steigen die drauf ein. I think the PMRC is dead anyways. You know, I think they're done, they're washed up and it's history, you know. Basically it's record companies just trying to be careful with what they put out so they don't get sued, you know. The PMRC is dead, you know. Ich finde so eine Band weniger problematisch, die auch in Interviews ganz offen sagen, wir sind Splatter-Fans, man muss das nicht zu ernst nehmen, ja, den Kids gefällt es, die halt schon eine Art professionelle Attitüde an den Tag legen und das auch zugeben, finde ich wesentlich unbedenklicher, wie so Black-Metal-Bands wie beispielsweise Deicide, der hier eben vorgibt, Tiere zu quälen und Kanzeln zu schänden und all diese Sachen, weil der hat wirklich einen Schatten. Leute so wahnsinnig sind, um sich dieses Image leisten zu können. Ich finde es, wie gesagt, weit entfernt von jeder Realität und deswegen kann ich es eigentlich auch nicht begreifen. Try to explore as many different areas as we can, but try and keep it as heavy as possible. We want to try and get more and more melodic, add like different types of instruments, different types of percussion and stuff, and just basically experiment with. Lyrics are very much sometimes on the dark side, but not in a satanic kind of way, more in a spiritual kind of way than anything else. Spiritual study of myself sometimes. I think
was, when Napalm started, we all came from the punk scene more than anything else, and we started getting into bands like Celtic Frost. At the same time, you know, all the underground hardcore bands like Siege and Repulsion, I don't know if you call Repulsion hardcore, I know death metal, but it was just like, you know, we're hearing all these underground bands and getting totally blown away with it by them, and we're really young kids, when we really came from a punk background, it was just a mixture of like our punk influences lyrically and like the extreme metal bands musically. It was just like a big gel, really, you know. We were just like 17-year-old kids having a blast, really. It wasn't that serious as it might have came across. Amorphis haben vor einem Jahr ungefähr einen Vertrag genommen. Wenig später erschien die Platte und wir haben versucht, die Band ein bisschen anders zu promoten, weil es kein reiner Death Metal ist, aber immer noch unter dem Bereich Death Metal fällt. Dass es eine neue Band ist, die ein bisschen spät dran sind, die zwar immer noch Death Metal machen, aber es geht eben in eine andere Richtung, ein bisschen melodischer, ein bisschen Gothic-Elemente. Manche Leute vergleichen es mit Paradise Lost. Ich meine, wir versuchen es halt insofern aus der Masse herauszuheben. Actually comes from the second Winnom LP, which was called Black Metal, and it's this kind of satanic oriented lyrics. But we don't see our band as a black metal band, because nowadays the black metal is a huge trend. So we call our music Suomi Perkele, Suomi Finland Perkele Metal, which is like this kind of much more hate. In our first LP, the lyrics were much more oriented like the black metal stuff. But on the second LP, there is more stuff like the Buddhism. There is this kind of, for example, there's a track called God is Thought, which the lyrics are in German. And it's not a Nazi song, but it's this kind of like my own statement of the Israel politics, because they are really like fucking up these, what the hell they are called, I don't remember, but those who are living there, they are fucking the things up. So it's like, you see it always on the TV, these people are being killed and stuff, and nobody doesn't do anything. So it's good to make a song and make your own statement. That's what I have been always thinking, that when you are in a band, that you want to make statement when you do lyrics, that you say something, that it's not this kind of senseless word after word which you put there, but it's just straight message there. If it's fuck you, then it's fuck you, and that's it. And there's no censorship, thankfully, because of our record company. It's total darkness, it's mayhem, it's evilness. All of us are into black metal since the very beginning, and we're not a group that discovered black metal overnight. All of us have been into this kind of music since ancient times. We discovered, you know, in 81, Venom released her first album. This was the thing we could relate to. We have still that same spirit. So before these times, we listened to Black Sabbath, which was the most dark thing around at that time. So we still hold on to our ancient basic principles. And black metal is about darkness, total evil feeling. It's not just sheep emotions, it goes deep, it's a way of life. Longing for the end, and like it right through your way. Wir wurden so eine
gewisse Faszination auch, die jetzt mit einem, sagen wir mal, politischen Welt- oder reellen Weltbild nichts zu tun hat oder weniger zu tun hat, dass man irgendwie so einen Hang dazu hat, vielleicht gruselige Geschichten zu lesen, beziehungsweise so Filme anzuschauen, so Texte zu schreiben, Musik zu machen. Das ist vielleicht auch so eine Art Faszination. Das muss aber nicht heißen, dass ich jemand anderem was Böses antun will. Der Schauder, der einem selbst über den Rücken läuft, der ist wahrscheinlich entscheidend. Das haben manche Leute missverstanden, glaube ich. They don't need to pose in front of people. They do it for themselves. And the people who are getting sucked into this satanic thing, it's a complete pose. Everyone's saying, look at me, I'm Satanist, look at my makeup, look at my cape, look at the work. I mean, they sit there in the Venom t-shirts, for Christ's sake. I don't know, I think it's about time people just said, fuck the image, just let's listen to the music. And it's about time these bands just wrote some music and people might get into them. And I think there's better things that a young person could get involved in, you know. Anti-fascism or something, not fucking believing in some complete bullshit, you know. Neo-Christian belief, because that's all it is. I mean, it's just a Christian idea about Satan. It's not an anti-Satan thing. It's a Christian idea of Christianity, and you know, I mean, I think nowadays, well, it's 1993. I think people should be breaking the shackles of religion and control from, you know, state and religion and any other kind of. Well, I know that Satanism isn't about listening to black metal by Venom and Celtic Frost. That isn't Satanism. I mean, so. Image-Sache, es verkauft sich gut zurzeit. Die Leute, die fahren darauf ab und hängen sich auch ein verkehrtes Kreuz um und dann sind sie auch evil. Was hältst du speziell von den satanistischen Bands? Meinst du die aus Skandinavien wahrscheinlich? Zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, da kommen ja die meisten her. Also sag mal, für mich haben die Jungs eigentlich eine Waffe. Warum sie die ganzen Sachen machen, weiß ich nicht. Wenn sie glauben daran, mag es schön und gut sein für die, aber ich sehe keinen Sinn darin, Kirchen abzuzünden oder anderen Leuten vom Black Metal Glauben jetzt zu bekehren bzw. zu gewinnen, ist eigentlich lächerlich. Wenn sie Spaß dran haben, siehst du jetzt, einer ist gestorben von denen. Ich weiß nicht, was es alles soll. Wird auch ziemlich viel gehypt von der Presse. Irgendwie für mich nicht begründlich. Satanism, heavy power, because with God there is no power. Okay, is it like that you really believe there's a guy with two horns and everything, you know, around that? I believe he's a goat with a big goatee. Okay. Well, everything that's been going on in Scandinavia with the murder of Euronymous and Count Grishnart and all those people threatening to kill each other, I think it's pretty sad, and it's got absolutely nothing to do with music as far as I'm concerned. If you're black, frost, spikes, skin, raw paint, coarse paint, everything that's the gone. Pure black metal. Yeah. That's all it's all about. And for us, it's from the Northern way. Yeah. We're from Norway, and we present black metal from Norway. And that's cold, woods. It's like spikes and all that. Frost. Frost, yeah. Blasher. Yeah. Black metal from Blasher. God of the winter moon,
don't know much about that, actually. I heard that Euronymous from Mayhem, their vocalist, has just been killed. He was stabbed to death. By whom, I don't know. This Swedish paper said it was Swedish satanics that killed him. But I don't know, actually, I haven't heard anything. And, well, I don't know much about it. They seem to want to scare the shit all over to all the death metal bands in Sweden. You know, they want to kill everyone in the death metal scene in Sweden because it's a trend, but I mean, you can't take that too serious either. I don't. I mean, why should I be afraid of someone that lives 200 miles away from me? I feel so stupid, actually. Es ist zum Beispiel so, dass gerade in Norwegen und Finnland die Christianisierung ziemlich brutal durchgeführt wurde damals, so im 11. Jahrhundert war das. Das war auch relativ spät im Vergleich zum übrigen Festland, zu England oder Deutschland. Dann ist in diesen Ländern auch in der Inquisition ziemlich wenig gemacht worden. Also es wurde bei weitem nicht so viele Hexen und Ketzer verbrannt in der Inquisition in Norwegen, Schweden und Finnland wie jetzt in Deutschland. Und ich denke, dass da schon eine gewisse Ausstrahlung noch in unsere heutige Zeit übergegangen ist. Wenn ich Deutschland gucke, es gibt fast keine satanischen Bands hier. Es gibt auch kaum Leute, wenn ich mich so umhorche, die offen sagen, sie wären Satanisten. Und ich glaube, dass das noch eine gewaltige Wirkung aus der Inquisition hat, so ein gewisser Schock. Das hat für mich faschistoide Strukturen, was da abläuft. Also diese Leute von mir, die können ihren Jüngern, sage ich jetzt mal, sagen, zünd doch mal die Kirche an oder hau dem doch mal auf die Fresse, und die machen das. Ist ja auch schon faktisch passiert. I don't think about it, because there isn't. It is not. What? It is a vacuum, which means it does not exist. I have not heard about it, and I do not care about it. So I don't really. There's nothing more to say, and I don't know anything about no guest list. Death list. So I can't really answer that question. I'm not exactly the right person to answer this question, because it's like, it's more the stuff is going on into Norway, and like from four different bands, the members are in jail already, and the thing ran out of like in 1992. We got a lot of death threats from the Norway because they were saying that we are false black metal or something, which I can tell them immediately right now that all the Norwegians can fuck off as far as we are concerned. Because we have been doing this stuff from 1990, before this whole fucking black metal trend even started. Our first bands were in 1984, and there are these people which are like fucking 6-7 years younger than we are, telling to us that we are like, okay, guys, you are posers, that you don't know what you are singing about. Little children telling these kind of things to us, that's bullshit. But the thing is that there was this band called Burzum who started to burn these churches, and they finally killed the vocalist of the Mayhem. And I mean, I don't want to get into that because it's not my concern. The same guy who killed Euronymous wanted to kill me. I don't give a fuck about that. I would have killed him. The true scene in Norway is bands like Mayhem, Darktron, and Burzum, and Immortal, and Peril. Enslaved and Satyricon, Hades, those bands. It's a scene that rises in anger because of the trend of death metal scene. It started out when all the bands sounded like each other, you know? Everybody could play in a band and sound like Entombed, or I think Entombed was the first band from Sweden that really did something, and I don't think they deserve everybody else clowning them. And that brought more and more anger into the scene in Norway.
and it brought the bands totally more into the nation to do the metal thing, because metal is about spikes, leather, the dark way, that's metal. Sie sind Führer in einer relativ großen satanischen Sekte in Deutschland. Was macht denn überhaupt eine satanische Sekte? Praktiziert und organisiert. Und was praktizieren Sie? Den Glauben anderer Menschen aufzuzwängen. Für die Macht, umso mehr Menschen an diese Sache glauben, desto mehr Macht besitzen. There are many kind of satanic sects or organizations, which you want to call them. And there are this kind of like, let's say, Order of the Left Hand Bad, or the Church of Satan, which are more like in the doing it, which is like the philosophy of Satanism. And then you have this kind of like, well, the Norwegian black metal mafia or something. There are people that are saying that, okay, this and this and this must be killed. And I think like, it's really the thing of the 1990s that you are putting like music, you are starting to mix music and this kind of, oh, I don't know, should I say it, insane sects or something, which are really like killing people. I know it that we are in, there are lots of people who want to kill us. For example, yesterday night we played in Rotterdam and we caught a lot of dead priests. We are still alive, I'm here. Nobody came to fuck with us. I don't care. I mean, it's like, I don't care about any kind of organizations. I don't follow to anybody. I don't have any kind of master. I don't have any kind of God. I don't need to be for anybody. I myself, I have my own way how I live. I mean, I choose my friends, and if they are true friends, I stay loyal to them. And you know when you have loyal friend and it's true. But then you have this kind of fake people around you and you can see through them immediately. And it's like if somebody starts to fuck with us, we will fuck back, but we fuck it 2 times harder. We don't need shit. Sind Sie beeinflusst von der skandinavischen Szene? Ja. Sind Sie ein Ableger oder sind Sie autonom? Ein Ableger. Was hat denn Ihre Sekte mit Black Metal zu tun? Das ist ein kleiner Bereich, aber ziemlich wichtig. Durch die Jugendliche, die lassen sich ziemlich schnell beeinflussen und dadurch kommen wir schneller ans Ziel. I think it's it takes seriously. Definitely serious. Yeah. Uh-huh. They should. Yeah, they should. Sieht schlecht aus um den Karl Kirschnack. Wegen dieser Wohnung haben sie jetzt auch 150 Kilo Sprengstoff gefunden, mit der anscheinend die größte Gruppe Norwegens in die Luft sprengen wollte. Also, die ganze Elite-Bands aus Norwegen sind eigentlich jetzt alle weg, wie Mayhem ja. Ist ja tot, der Gitarrist, dann eben Emperor, sind im Knast, wegen Kirchenschändungen und so weiter. Dann Dark Thrones in allem Knast wegen harten Drogenhandels. Dann ja gerade Bots und der Karl Kuschnack ist weg. Wegen Mord, wegen Kirchenschändung, wegen Brandstiftung, wegen Raub. Also den hängt alles im Arsch. Also. Und ja, dann wäre noch, dass der Immortal, ja Immortal sind auch gerade gefährdet, weil denen der Schlagzeug den Verdacht letztes Jahr einen Homosexuell umgebracht zu haben. Haben Sie Todeslisten in Deutschland? Nein, das nennt man bei uns anders. Wie nennt man das? Vernichtungslisten.
Und da hat er eben sich den Freitod gegeben, hat sich eine Kugel in den Kopf geblasen. Und dann haben die Mitglieder von, Mayhem haben eben die Gehirnstückchen eingesammelt, in kleine Fläschchen gepackt mit Spiritus und haben die dann verschickt an gute Freunde der Band, gute Freunde von Dad, als Erinnerung an den Dad. Also der gilt jetzt schon als Kultfigur. Und da heißt auch meine Angst, dass gerade nach Dads Tod ist das ganz richtig losgegangen. Und es ist ja auch der Hieronymus-Tod, der Gitarrist von Mayhem, dass eben sich noch mehr verschärft und noch mehr Bands da auftauchen und noch mehr Aktionen da stattfinden in der Richtung. Und eben, dass sie auch international tätig wurden, zum Beispiel ihr Anzeichen waren ja, dass die Frau von Karin Krishnak das Haus von dem Therion-Gitarrist, wie ich weiß, angezündet haben in Schweden. Und ich kenne auch viele Leute, die haben Morddrohungen gekriegt von denen, also schriftliche Morddrohungen. Und haben sie auch mir geschrieben, dass sie den Tod wünschen und das ist schon ziemlich krasse Sachen. Und da hoffe ich also nicht, dass es sich noch ausfällt auf ganz Europa oder die ganze Welt. Die stehen uns im Weg. Warum stehen die ihnen im Weg? Weil sie nicht für die gleiche Sache sind und alles, was sich im Weg stellt, wird vernichtet.